Good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV's Video und herzlich willkommen zur dritten Folge von Upgrade to the Best BPA Team oder vielleicht auch Way to BPA. Bin noch am überlegen, welcher Name besser ist, welcher Name besser zu dieser Serie passt. In der letzten Folge haben wir einen neuen linken Innenverteidiger bekommen, einen neuen Rechtsverteidiger ZM. Der rechte ZM ist auch neu, ZOM. RF Stürmer und LF sind ebenfalls neu im Sturm. Und auf der linken Mittelfeldposition oder linke Flügelposition haben wir jetzt zwei Silberspieler. Angreifer werden ja halt am meisten geupgradet, weil sie halt am meisten Tore schienen, ist halt so. ZOM ist Mason von Tottenham, RM ist Isgrove oder so, ein Walise oder wie man es auch immer nennt. Und hier ist auch schon unser Gegner für diese heutige Episode. Wir spielen zwei Spiele, habe ich euch ja versprochen, oder wie gesagt, habe ich das ja in der letzten Folge gesagt, so rum. In der ersten Partie spielen wir gegen ein Team, ein Bronze-Team, von dem ich keinen kenne. Eine Inform da vorne als Stürmer. Keine Ahnung, wer das ist. Die erste Szene haben wir in der 5 Minute auf Emnes. Der bringt den Ball auf Ibe. Der ist frei durch, muss netzen. Macht das auch. 0:1. 6. Spielminute. Ibe von Liverpool. Der Engländer, glaube ich, macht das 0:1. Für uns richtig schöner Pass von unseren Stürmer mit der Schussfinte, dann leitet er weiter auf Ibe und er lässt sich die Chancen nehmen und netzt 1:0. Nächste Szene ist erst in der 33. Minute, da kommen wir wieder mit einem wunderschönen Ball auf Emnes und der wird von den Beinen geholt. Völlig unnötig, wenn ich die Szene hier nochmal sehe. Das war einfach nur hammer unnötig von unserem Gegner. Ich glaube, ich renne erst gegen ihn, kann man hier nochmal sehen. Ich renne erst gegen ihn und dann grätsche einfach mal. Der Torwart hatte schon den Ball, aber er denkt sich, YOLO, warum nicht? Einfach nur einmal dumm. Wir kriegen hier einen Freistoß in guter Position. Ich glaube, der Ball liegt so da auf der 16er Linie oder kurz davor. Emnes wird den Freistoß drehen, tritt an, der würde reingehen, aber leider steht ein Spieler von ihm auf der Linie. Nächste Szene, 41. Minute, richtig stark gemacht von Emnes auf Mason. Und was ein Torwartfehler. Was ein Torwartfehler. Den muss er halten und dann kullert der Ball unter seinen Armen durch. Aber die Vorbereitung war wieder richtig stark gemacht von Emnes. Mit der Körpertäuschung geht er vorbei, dann leitet er weiter. Und da Ryan Mason, guter Schuss. Und ein Torwartfehler. Und da hat sich der Gegner gedacht, komm, 2:0, 43 Minuten, ich reiß eh nichts mehr weg. Bin auch in Unterzahl, nur noch 10 Mann. Und er hat die Partie also beendet. Wir gewinnen 2:0, haben zwei Spieler, die Bestbewertung von 8,2 haben. Tore haben Ibe und Mason geschossen. Torvorlagen habe ich dann nicht geguckt, weil das habe ich vergessen, aber habe ich dann in der Aufnahme danach geguckt. Ich kann das ja machen. 428 Münzen und ich kann euch sagen, die beiden Vorlagen haben beides mal Emnes gemacht, wer gut aufgepasst hat. Und somit haben wir jetzt zwei weitere Silberspieler und zwei seltene Silberspieler. Für Mason ist Nick Powell drin reingekommen. Mason hat ja ein Tor gemacht und war bestbewertester Spieler mit einer 8,2, genauso wie Ibe. Hat 300 Münzen gekostet. Nick Powell, ein Engländer, rechter Flügel, rechtes Mittelfeld ist jetzt Jimmy Kiebe von Crystal Palace, müsste das sein. Nicht viel gekostet, er ist für Eastwood reingekommen, weil wir halt gewonnen haben, dafür 3 Pluspunkte. Wie gesagt, linker Flügel ist jetzt Sarah für Ibe. Ibe hat eine Bewertung von 8,2 gehabt, bestbewertester Spieler mit Mason und hat auch noch ein Tor erzielt. Und im Sturm haben wir jetzt Abel Hernandez, 92 Tempo. Er ist für Emnes reingekommen, weil Emnes ja natürlich zwei wunderschöne Vorlagen für uns geleistet hat. So sieht unser neues Team aus und somit springen wir rein in die zweite Partie und in die letzte Partie für die heutige Folge. Der Gegner hat 47 Chemie, läuft auf jeden bei ihm. 68 Bewertung, hat zwei sehr starke Spieler da vorne. Lukaku, richtiges Biest, Soldado ist auch nicht schlecht, im Tor nach Szczęsny. Und Innenverteidiger, rechter Innenverteidiger ist Moisander und ZM von St. Pauli kenne ich nicht und von Sunderland auch nicht.
Aber wir springen rein in die Partie und wollen natürlich Upgrades holen, wie immer. Aber die erste Szene hat unser Gegner, geht hier irgendwie durch mit einem, keine Ahnung, Mittelfeldspieler von ihnen. Und Soldado kriegt den Ball dann ab und netzt ein zum 0:1 in der 8. Spielminute. Somit laufen wir in Rückstand hinterher. Jetzt kommt Kane, rechter am Verteidiger, leitet weiter auf Nick Powell. Unser ZM kommt über die rechte Seite und netzt ein. Als kalter Schuss, 16. Spielminute, 1:1. Richtig stark gemacht. Nächste Szene wieder für uns. Richtig schön kombiniert. Dann leitet er weiter auf Nick Powell. Szczęsny hält den ersten Ball, aber dann gewinnt er das Kopfball-Duell. Doppelpack Powell. Unser neuer ZOM, der nicht mehr bald bei uns spielen wird, weil er zwei Tore jetzt schon gemacht hat. Nächste Szene. Aber der Hernandez, hier sieht man sein Tempo. Geht dann ein vorbei. Geht auch noch am Keeper vorbei. Und netzt dann ein zum 3:1 in der 35. Spielminute. Und eine Szene haben wir noch, 40. Minute. Kiebe wird hier wunderschön geschickt und eiskalt verwandelt. Rechter Mittelfeldspieler, rechter Flügel, netzt ein zum 4:1. Wunderschöner Ball von Hernandez war das, glaube ich. Kann man noch mal in der Wiederholung sehen. Ja, Hernandez war das wunderschön herausgespielt und dann eiskalt eingenetzt von Jimmy Kiebe. 0:1 hingelegen. 4:1 steht es. Und ihr könnt euch denken, der Gegner hat die Partie abgebrochen, das war ihm auch zu viel, genauso wie mit dem ersten Gegner. Haben wieder zwei Spieler die Bestbewertung von 8,1. Hernandez und Kewe, Tore natürlich zwei von Powell. Powell oder wie man auch immer aussprechen will, ist mir egal. Kewe und Hernandez. Vorlagen Sacha, Hernandez und Kewe. Also werden unsere Angreifer wieder schön geupgradet. Und unsere Innenverteidigung bleibt leider immer noch so, weil die keine Bewertung von 7,5 oder mehr hatten. Aber wir haben ja gewonnen, deswegen 3 Pluspunkte. Deswegen haben wir einen neuen Innenverteidiger. Der letzte Innenverteidiger hatte 53 Bewertung, jetzt hat er 56. Wie gesagt, Sieg, 3 Pluspunkte. Andersen von Burnley hat auch nicht wirklich tolle Werte, aber immerhin besser als der davor. Und ja, wir haben immer noch 3 Pluspunkte, weil es halt noch Bronzespieler sind. ZOM haben wir jetzt einen neuen, Jonathan Williams. Der ist für Mason reingekommen. Für Powell natürlich. Mason ist schon lange weg. Powell 2 Tore gemacht, bekommt dadurch eigentlich 4 Pluspunkte, weil er Silberspieler ist. Aber es gab wirklich nur ihn, also Williams als ZOM. 72 gab es keinen, also mit der Gesamtbewertung von 72. Rechter Mittelfeldspieler ist jetzt Knockert, von dem man auch immer aussprechen will, Franzose. 4 Sterne Skills ist für Kewe reinbekommen. Kewe war bestbewertester Spieler. Ein Tor und eine Vorlage hat er gemacht. Linker Flügel, linkes Mittelfeld ist jetzt Hoylett mit unfassbar 90 Tempo. Ist für Sacha reingekommen, weil Sacha eine Vorlage geleistet hat. Ein Pluspunkt also. Und im Sturm haben wir jetzt unseren ersten Goldspieler, nämlich Kone von Everton. Richtig geiler Spieler, 76 Bewertung. 4 Stände Skills, 4 Stände schwacher Fuß, ist für Hernandez reingekommen. Hernandez war bestbewertester Spieler, hat ein Tor erzielt und eine Vorlage. Und dann war es das schon von der 3. Folge von Way to BPA oder Upgrade to the Best BPA Team. Ist mir eigentlich ziemlich egal, wie die Serie heißt. Also mir gefällt sie richtig gut. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und haut rein, bis zur nächsten Folge. Macht es gut und ciao.